Hallo, ich bin Hanna. Ich bin Hundetrainerin und Hundefachjournalistin und ich erzähle euch heute was zum Thema Hundeerziehung. Ja, Jagdverhalten ist ein ganz beliebter Problembereich, könnte man böse sagen, im großen und ganzen weiten Feld der Hundeerziehung, weil viele Hunde dieses Verhalten zeigen und es natürlich in unserer heutigen Gesellschaft zu Problemen führt. Wichtig ist nur, dass man weiß, dass Jagdverhalten nicht gleich Jagdverhalten ist. Wir haben extrem viele Jagdhundrassen, wobei man noch davor schalten muss, dass alle Hunde genetisch, wenn man ihren Ursprung zurückverfolgt, zum Wolf Jäger sind. Also der Hund ist ein geborener Jäger, das darf man nicht vergessen. Und viele Hunde tragen dieses Erbe heute noch in sich und einige tragen es in bestimmter Form in sich. Das heißt, wir Menschen haben Hunde gezüchtet, die unterschiedliche Formen des Jagdverhaltens zeigen. Ein Terrier jagt beispielsweise ganz anders, beziehungsweise hat bestimmte Handlungen im Vordergrund, wie das Packen und Töten, was ein Setter, der nur finden und anzeigen soll, nicht hat. Das heißt, man muss immer genau hingucken, was habe ich für einen Hund, welche Form des Jagens zeigt er und wie begegne ich dieser. Ganz fatal wäre es, pauschal zu sagen, Jagen ist Jagen und da kann ich nur mit einer Methode ran. Es wird immer Hunde geben, die kaum jagen und kaum Interesse haben, wo wirklich meinetwegen von Anfang an konsequentes Schleppleinentraining hilft, wenn man das ein halbes Jahr macht. Das sind aber niemals die hochspezialisierten Jäger, die es ernst meinen. Einem deutschen Jagdterrier wird die Schleppleine nie helfen, zum Beispiel, da muss man anders rangehen. Und welche Methode man da wählt oder welches Vorgehen, hängt dann, wie gesagt, zwar vom Hund ab, aber da braucht man auf jeden Fall eindeutigere und, ich sage es jetzt einfach mal so, heftigere Methoden als bei einem Hund, der nicht wirklich am Jagen interessiert ist. Und ganz wichtig ist auch, Jagdverhalten ist genetisch fixiert. Das heißt, wir können es niemals wegtrainieren. Wir können es unter Kontrolle bekommen. Wir können zusehen, dass wir den Hund draußen handeln können, dass er das Jagen unterlässt. Aber den Wunsch zu jagen wird der Hund haben, bis er stirbt, wenn es ein Jagdhund ist. Und ganz wichtig ist auch, wenn der Hund in der Jagdhandlung drin ist. Und da ist es egal, ob das der Terrier ist, der eine Ratte tötet, oder ob das irgendein Straßenhund, ein Podenco-Mischling ist, der ein Reh hetzt. Wichtig ist, wenn der Hund in der Jagdsequenz ist, ist er drin. Da kann ich rufen und schreien, wie ich will. Der kann teilweise nicht hören, weil da ähnliche Dinge ablaufen, wie wenn wir Menschen uns verlieben. Das heißt, Dopamin wird ausgeschüttet und der Hund gerät in eine Art Rausch. Selbst wenn er hören wollte, er kann nicht mehr, weil er so im Rausch der Hormone und Gefühle ist. Der ist in der Handlung und wir kriegen ihn erst hinterher wieder raus. Das heißt, alles bestrafen und böse sein hinterher bringt nichts, weil der Hund nicht weiß, im Endeffekt, wofür man ihn in der Sekunde bestraft, wenn er dann wiederkommt. Das heißt, wer einen jagenden Hund hat, sollte tunlichst dafür sorgen, dass er ihm beibringt, auf ein Abbruchsignal, wie immer man es auch eintrainieren mag, zu reagieren.